Feldtage veranstalten wir so oft, die letzten Jahre immer wieder, eigentlich jährlich. Das, was anders ist, dass wir heute halt mal Pressen vorführen. Sonst sind wir in der klassischen Bodenarbeitung zu Hause, grober Drilltechnik. Ja, dieses Jahr haben wir uns was anderes vorgenommen, versuchen es mit den Pressen. Ist super angenommen worden, es waren super viele Kunden da, von daher sind wir grundsätzlich sehr zufrieden. Einerseits haben wir das präsentiert, was wir schon lange machen, die Traktoren, KCH-Traktoren. Das war das, womit wir uns schon immer beschäftigen, aber wir wollten auch gerne was Neues ausprobieren. Haben uns vorgenommen, dieses Jahr mal die KCH-Pressen zu zeigen und mehr die Futtererntetechnik zu zeigen. Neues Thema für uns, ein spannendes Thema für uns, mit dem wir ja, jetzt langsam anfangen und Erfahrungen sammeln. Ja, wir wollten einfach mal schauen, wie diese Technik hier bei uns in der Region ankommt. Wir sind heute hier auf der dritten von 10 Stationen auf einer Deutschland-Tour, die wir bei unseren Händlern machen. Wir machen hier eine Präsentation über unsere Neuheiten, angefangen bei den Traktoren, rüber dann zu den Rundbeinpressen. Und hier im Hintergrund zu sehen ist unser Topmodell, was die variablen Rundbeinpressen anbeht. Das ist die RB465. Die ist eigentlich mit allem ausgestattet, was sich der Landwirt von einer variablen Rundbeinpresse wünscht. Fängt an bei einem wirklich leistungsfähigen Zuführsystem mit absenkbarem Rotorboden und einer Top-Assist-Roll auf der Pickup, sodass wir immer optimalen Gutfluss zur Maschine hin haben, aber dann auch das, was im 21. Jahrhundert für den Landwirt einfach wichtig ist, Dokumentationsmöglichkeiten. Ich denke, mit der Veranstaltung hier haben wir ganz gut getroffen. Wir haben einen theoretischen Teil gehabt, wo wir die Neuheiten einmal unseren Kunden wirklich hautnah präsentieren und dann auch wirklich zeigen, was wir können und mit den Maschinen in Einsatz gehen.